I go out to sea again. The sunshine feels my hair and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, I know it feels unfair. There's magic in the air. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful. The sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. Look at me standing here on my own again, up straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Für ein Great Ball of Fire da. Woo, oh, schöner schön. Planet. Drache! Oh, wow. Das war die schönste Performance vom Drachen. Oh Mann, das war so schön. Absolut. Sensationell. Boah, ey, das ist unglaublich. Man spürt einfach diese Konkurrenz gerade. Das erste Mal in Wirklichkeit, wo alle das gewinnen wollen. Und einfach eine Schippe obendrauf. Weil das war deine beste Performance. Und so böse, wie du aussiehst, so groß, wie du bist, muss dein Herz so riesig sein. Also unfassbar, so viele Emotionen. Wow. Ich liebe das, wenn jemand die Fähigkeit hat, mit dem Herzen zu singen und du hast so sehr mit deinem Herzen performt gerade. Ja. Das hat mich so berührt. Vielen, 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 vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das war so schön. Also das ist ja auch, ich weiß, wenn man in diesem Charakter steckt und sich anfängt, mit dem zu identifizieren, dann fällt es auf der einen Seite einfach, weil man sagt, ich weiß genau, welche Art von Songs ich machen will, aber auf der anderen Seite fällt es auch so total schwer, dann den richtigen zu finden, weil es ja immer um etwas geht. Also wenn man hierher kommt, man ist nicht als Künstler derjenige, der sagt, ach komm, das Geld kriege ich sowieso, egal wie viel man ausgehandelt hat, aber wenn ich einmal dabei bin... Ihr habt Geld gekriegt? Nein, natürlich nicht. Wir haben den ganzen Moment Land... Moment mal, Herr Manager! Ich will damit sagen, wenn man das erste Mal auf der Bühne steht, dann hat man das in sich drin, dass man weiterkommen will, man will ins Finale kommen. Und das ist jedes Mal aufs Neue ein Pokerspiel, welchen Song man am Anfang bringt. Gerade jetzt in dieser Entscheidung, wo man unter Umständen dreimal auftreten muss, ist die Frage, was ist meine Waffe? Muss ich am Anfang meine Waffe ziehen oder ist das das letzte Stück? Aber das war so schön gewählt, das ist so wahnsinnig schön gesungen. Man hat sogar deine Aufregung im Körper gehört. Das war total berührend. Also das Ding war, nach letzter Woche
wo ich einfach so rausgeschmissen habe, ja, das ist Diddy, wo ich das gar nicht geglaubt habe. Ich bin jetzt, weil das Akzent... Das ist nicht Diddy. Das ist nicht Diddy, das weiß ich. Aber weißt du, während das auch dieser Akzent... Also höre ich manchmal eine Stimme. Und ich sag's jetzt, Max Giesinger, ich weiß, die Name war schon mal da. Aber also so vom Statur her und nein. Gesanglich... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es ist meine Meinung. Jungs, beruhigt euch. Hey, jetzt reicht's. Darf ich eine Frage stellen? Aber selbstverständlich, Ruth. Lieber Drache, du hast dich erstens komplett in mein Herz gekuschelt und ich glaube, es steht fest, dass es definitiv ein professioneller Sänger ist. Absolut. Also definitiv. Ja. Und du bist ohne auch sehr Zweifel. Aber wir haben in dem Einspieler diese zwei Bodyguards gesehen, die haben so einen Fußball rausgeholt. Ja, das habe ich nicht kapiert. Ja. Hast du vielleicht mal ein EM- oder ein WM-Song gesungen? So wie 80 Millionen oder so? So? Nein, ich liebe den Fußball sehr. Und es ist noch ein viel schöneres Gefühl, wenn die Fans deinen Song singen. Also warte mal, kann es dann sein, dass das... habt ihr über Burani mal nachgedacht, weil der auch so eine sonore Stimme hat, wenn er unten singt? Das stimmt. Andreas Burani. Ich meine, der hat die größte WM. Ein Hoch auf uns. Ja, aber mein Max hat auch eine von 80 Millionen, auch ein riesen Fußballhemde. Ja, aber weißt du, ich glaube trotzdem, ich habe den Namen nämlich seltsamerweise noch nicht gehört. Nee, warum habt ihr über Burani noch nicht gesprochen? Weil ich finde, das ist von weil der Statur her... Weil wir auf dich gewartet haben. Ach, das kann sein, ja. Dankeschön. Aber weil es ist tatsächlich von der Statur her, ich kenne Andreas ganz gut und dann ist die sonore Stimme sehr ähnlich. Ja. Ich meine, es würde wieder zu den schönen Beinen passen, weil Andreas Burani macht sehr viel Sport. Fußball macht sehr schöne Beine. Mhm. Ich bin momentan... Also ich bin bei Burani. ...wieder bei Gregor Meile, weil der einfach so eine prägnante Stimme hat, die mich auch wahnsinnig berührt und dieses Feuer. Und wir haben gesehen nochmal, er hat nochmal auf diese Höhlenmalerei hingewiesen. Gregor Meile war bei Sing Meinen Song in Südafrika. Ja, da gibt es viele Indizien, aber wir sind schon mal komplett falsch gelegen. Ich weiß. Deswegen kann es auch sein, dass alle diese Indizien uns verarschen. Also ihr habt ja gesagt, Ray zumindest hat gesagt, das ist der beste Sänger, den wir in dieser Staffel ich habe den beste Sänger im Haus, ja. Ich kann das nicht und ihr habt ja auch wirklich sehr gute Sänger genannt. Ja. Also du hast gesagt, Max Giesinger, ja. Gregor Meile von Ruth, Andreas Burani, in der Tat noch nie gefallen bisher. Ja. Also eigentlich denke ich alle drei, also wenn das so in der Richtung geht. Auf jeden Fall ist die Latte sehr, sehr hochgelegt sehr hoch. Worden. Guck mal, der vom ja. großartigen Drachen. Vielen Dank, absolut. Lieber Drache. Ja, das war so toll. Machst du gleich Backstage. Bis gleich, auf jeden Fall. Ich muss da noch mal ran. Bis gleich.